Excuse, das System spinnt. Sie müssen dann eine richtige Kasse. Ah, ich habe gar nicht gewusst, dass sie überhaupt noch so Kassen haben. Doch, dort ist die letzte Kassierin, die es noch gibt. Ja, ist schon noch blöd, dass der Automat kaputt ist und sie jetzt zu einem richtigen Menschen müssen zahlen. Hm? Es tut mir wahnsinnig leid, ich habe sie gar nicht gesehen, sonst wäre ich sehr gerne zu ihnen gekommen. Ja, ja, das sagen alle. Aber wissen Sie, ich kann sie verstehen. Weil sie können natürlich auch viel besser einscannen als ich. Ich mache das ja auch erst 49 Jahre und 3 Monate lang. Und jetzt geht's los. So geht's vielleicht noch langsamer. Das Barcode-Druck sind mittlerweile schon fast abgelaufen. So, ich wollte mit Ihrem Chef reden. Ja, das können Sie sehr gerne machen. He? Aber der Chef ist leider auch schon ein Automat. Viel Glück. Was kommt denn da für eine Rösti? So, Finger ab der Rösti, bitte schön. Hören Sie auf, an mir rumzudrücken. Ich bin kein Self-Checkout-Automat. Tun Sie sich doch aus Ihrem Leben Self-Checkout. Wie bitte, ich höre Sie gerade nicht richtig. Bombschips knüspeln so herrlich laut. Gocki, schön kühl. Wollen Sie vielleicht gerade eins trinken? Das weiss ich noch nicht. Es geht Sie überhaupt nicht an. Aha, und hier haben wir noch Rüebli. Sind das wirklich nur 300 Gramm? Ja, es sind 300 Gramm. Ah, macht uns eher 312 Gramm. Haben Sie wirklich das Gefühl, dass ich da ein paar Rappen sparen will? Quatschen Sie mich nicht voll. Wir sind doch nicht beim Coiffeur. Sie Perversling, ich bin glücklich vergeben. Was ist denn das? Ein Deo? Passt hervorragend zur Lasagne. Doch, doch. Nein, so ein Kabis. Ja, das können Sie laut sagen. Nein, das ist ein Kabis. Oho, noch einen ganzen Sack voll Backwaren. Ja, insgesamt 6.20 Franken. 6.20 Franken. Ja, genau. Aha, da könnte ja jeder kommen. Da muss ich mal schnell nachschauen. Handschlaf. Okay, lass jetzt. Ich habe meine Lektion gelernt, ja? Ist gut. Könnt ihr jetzt einfach ein bisschen vorwärts machen? Ich habe nachher noch einen Termin. Sie haben nachher noch einen Termin? Wieso sagen Sie das denn nicht gerade? Hä? Stefanie, bitte Kasse 2 kommen. Ja, Vreni. Hoi, Stefanie. Du wirst nicht glauben, der Herr hat noch einen ganz wichtigen Termin. Ah. Ja, ich habe einen Termin. Das war es auch schon gesehen, Stefanie. Kannst du wieder hinterher Bananen streicheln, gell? So, Reli. Haben Sie zufällig... Nein, ich habe keinen Gutschein, ich habe keine Punktekarte, ich will kein Kleberli, ich will auch keine Garantieerweiterung oder irgendwie etwas spenden. Ich will auch kein Einkaufssäckli und ich will auch kein Tutti-Bildli oder irgendetwas sammeln. Aber Güsselsäcke haben Sie vergessen. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Mit Karte. Nein! Moment. Ich habe noch Münz. Ich zahle mit Münz. Ja, schauen Sie mal da, ein Fünferli. Und da ist ja noch mal ein Fünferli. Das sind schon 10 Rappen. Und dann habe ich noch mal ein Fünfi.